Das Wort Al-Iman kommt in den Texten des Koran, der Sunna in Hülle und Fülle vor. Mehr als viele andere Begriffe, da der Iman den Kern der Religion darstellt und die Menschen fraktioniert in Mu'minun und Kuffar, in Glückselige und Elende. Daher sagt Abu al-Abbas, Taqiyuddin ibn Taymiyyah ungefähr, das sind nicht wortwörtlich seine Worte, er sagte ungefähr in der Majmu' al-Fatawa im vierten Band, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Bedeutung des Wortes Al-Iman und seines Gegenstücks, nämlich dem Kufr, mehr als deutlich erklärt hat, sodass man keine Belege mehr aus den Derivaten der Sprache oder Musterbeispiele für die Verwendung des Begriffes bei den Urarabern suchen muss. Daher ist es obligatorisch, bei der Aufklärung der unter diese Begriffe fallenden Dinge zu der Erklärung Allah Ta'alas und seines Gesandten zurückzugreifen, da dies völlig ausreichend ist. Die Bedeutung dieser Begriffe sind im Groben jedem bekannt, den Fachleuten und dem Gemeinvolk. Jeder, der die Aussagen der Khawarij, eine Gruppe, über die wir inshallah noch sprechen werden, und der Murji'ah, das Gegenstück der Khawarij, jeder, der die Aussagen der Khawarij und der Murji'ah über den Iman begutachtet, der wird unbedingt wissen, dass sie dem Propheten widersprechen. Tayyib. Kommen wir zu der Definition des Iman, sprachlich und terminologisch im koranischen Kontext, im Kontext des Koran, der Sunna. Sprachlich wird der Iman grundsätzlich von den Sprachwissenschaftlern und anderen Wissenschaftlern wie den Tafsir-Gelehrten, den Hadith-Gelehrten und derartiges. Sie definieren ihn grundsätzlich als den At-Tasdiq. At-Tasdiq, das heißt die Zustimmung, etwas zuzustimmen, etwas zu bestätigen, anerkennen oder als wahr zu empfinden oder anzunehmen. Das ist der At-Tasdiq. Und das ist die rein sprachliche Bedeutung dieses Begriffes. Auch wenn Ibn Taymiyyah rahimahullah diesem widerspricht. Ibn Taymiyyah rahimahullah ist da anderer Meinung, wie er in seinem Buch Al-Iman darstellt. Er spricht dagegen, er äußert sich dagegen und meint, der Iman bedeutet auch sprachlich nicht den At-Tasdiq. Wie dem auch sei, Al-Azhari sagt in seinem Buch Tahdhib al-Lugha, Al-Azhari, wenn ich mich nicht irre, ist aus dem 4. Jahrhundert. Ein Sprachwissenschaftler aus dem 4. Jahrhundert, hat aber nichts mit der Azhar zu tun. Er sagt, die Gelehrten der Sprachwissenschaft und andere sind sich darin einig, dass der Begriff Iman die Zustimmung, also At-Tasdiq, bedeutet. Dann zitiert er den Vers. Allah Ta'ala sagt über die Brüder des Yusuf, als sie zu ihrem Vater sagten, Ya Abana, inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu al-dhi'bu. Sie sagten, unser Vater, wir liefen miteinander um die Wette und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Fa'akalahu al-dhi'bu, und er hat ihn der Wolf aufgefressen. Wa ma anta بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Und du wirst uns ja keinen Iman schenken, selbst wenn wir die Wahrheit sprechen würden. Du wirst uns keinen Iman schenken. Er sagte Al-Azhari weiter, die Tafsir-Gelehrten haben keine zwei Meinungen darüber, dass es hier bedeutet, du wirst uns nicht zustimmen. Also At-Tasdiq. Er sagt, sie haben keine zwei Meinungen darüber, dass hier der Al-Iman At-Tasdiq bedeutet, also die sprachliche Bedeutung an dieser Stelle. Gleiches erwähnt Ibn Battah in seinem Buch Al-Ibanatus-Sughra, ebenfalls in der Al-Ibanatul-Kubra an einigen Stellen. In der Al-Ibanatus-Sughra sagt er, der Iman ist ein Nomen und es bedeutet At-Tasdiq. Dann zitierte er den eben genannten Vers. Ebenfalls sagt er das Gleiche in der Al-Ibanatul-Kubra bei dem Hadith, من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. Wem seine gute Tat Freude bereitet und seine schlechte Tat Trauer bereitet, der ist der Mu'min. Er sagte, er, hier heißt es, er Musaddiq. Hier muss aber erwähnt werden, dass die Aussage,
diese Aussage nicht gleichzusetzen ist mit der Aussage der Murji'a. Was die Murji'a sind, wird sich erklären innerhalb dieses Unterrichts, auch weiterer Unterricht, inshallah. Aber unter anderem zu den Murji'a im Iman gehören die Asha'ir. Die Aussage von Ibn Battuta und Al-Azhari und dem Mufassirun ist nicht gleichzusetzen mit der Aussage der Murji'a wie die Asha'ira und jene, die von ihnen angehaucht wurden. Es handelt sich hier nämlich um die sprachliche Definition. Hier wird einfach über die sprachliche Bedeutung dieses Wortes gesprochen. Genauso wie wenn wir sagen über das Wort As-Salah, den Begriff As-Salah, das bedeutet sprachlich das Bittgebet. Das ist die sprachliche Bedeutung. Wenn wir aber über die Säulen des Islams sprechen oder über die Aufforderung im Koran, wa aqimu as-salah beispielsweise, oder in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bunya al-islam ala khams, dann nannte er das iqam as-salah, das Verrichten des Salah. Hier wird das natürlich nicht als Bittgebet definiert, sondern als eine bestimmte spezifische Kulthandlung, die mit dem Takbir beginnt und mit dem Taslim endet. Man könnte aber auch aussagen, dass die Gelehrten der Ahl-Sunna eine spezifische Art des Tasdir meinen. Also nicht nur die Zustimmung des Herzens, in welches die Erkenntnis ist. Nämlich eine vollkommene Art der Zustimmung, die die Ergebung und Hingabe zur Folge hat. Tasdir المستلزم للانقياد التصديق المستلزم للانقياد. Das sehen wir zum Beispiel in folgenden Beispielen in dem arabischen Lexikon, Sprachlexikon Lisan al-Arab von Ibn Manzur. Dort sagt er, dass Al-Zajjaj sagte, übrigens es gibt zweimal diese Person, Al-Zajjaj und Al-Zajjaji. Al-Zajjaji ist der Schüler von Al-Zajjaj. Al-Zajjaj definierte den Iman wie folgt, das sagt Ibn Manzur jetzt, die Äußerung von Ergebung, dass man äußerlich Ergebung äußert, die Akzeptanz der Scharia, also mit der Scharia ist hier die Gesamtheit der Offenbarten, der Offenbarung gemeint, und dessen, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, der Glaube daran und die Zustimmung des Herzens. In dem Quellwörterbuch Al-Qamus al-Muhit von Al-Fayruz Abadi sagt er Ähnliches. Er sagt, und der Iman ist das Vertrauen, Äußerung der Hingabe und Akzeptanz der Scharia. Daher liegt falsch, wer behauptet, dass Ibn Battuta und seinesgleichen der ehrenvollen Vorreiter der Ahlus Sunnah hier eine ketzerische Auffassung der Asha'ira hätten. Ibn Battuta selbst verdeutlicht nämlich, was er mit dem Tasdir meint. Und dass hier nicht die bloße Kenntnis des Herzens bezweckt wird. Er sagt nämlich, die Zustimmung zu diesem beinhaltet die Aussprache der Zunge, die Annahme des Herzens und die Umsetzung der Glieder. Er zählt also die typischen Säulen des Imans auf. Nummer 1, rein äußerliche Bekundung durch bewusstes Aussprechen des Islams, also das Bekenntnis des Islams. Zweitens, die echte innere Überzeugung. Und drittens, die praktische Umsetzung dieser beiden Pflichtteilen der äußeren und inneren Ebene. Der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist auch darauf hin, dass die Zustimmung nicht nur die des Herzens ist, sondern auch durch die Glieder stattfinden kann oder sollte. Er sagt nämlich im Hadith, der bei Bukhari und anderen überliefert wird, Al-Ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Die Augen begehen Zina, Unzucht, und die Unzucht der Augen ist der Blick. وَاللِّسَانُ وَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَ النَّظَرُ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْمَنْطِقُ. Und die Zunge begeht Zina, und die Unzucht der Zunge, das ist das Sprechen. Und dann sagte er, وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ. Das heißt, und der Mensch begehrt und wünscht, und die Geschlechtsglieder, sie bestätigen das alles. Also hier das Tasdir, wa yusaddiq, wal farju yusaddiq, hier wird das Wort Tasdir benutzt. Die Geschlechtsglieder, sie stimmen zu oder lehnen ab.
das Gegenteil von Tasdik, der Takzib, das Ablehnen, Verleugnen. In dieser Überlieferung entnehmen wir wichtige Dinge, und zwar, dass der Tasdik nicht nur auf die Zustimmung des Herzens oder die Anerkennung des Herzens begrenzt wird. Ebenfalls sehen wir auch, dass die Leugnung nicht nur mit dem Herzen geschieht, sondern auch durch Handlungen zum Ausdruck kommt. Hier ist auch ein weiterer wichtiger Hinweis, und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bezeichnet hier gewisse Dinge als Zina. Hier ist aber nicht die wirkliche Unzucht gemeint. Er nennt diese Dinge, diese Taten Zina, weil sie zum wirklichen Zina, zur wirklichen Unzucht führen können. Nicht, weil es sich hier wirklich um Unzucht handelt. Dingen Namen zu geben, zu denen sie in der Zukunft führen oder werden, ist eine bekannte rhetorische Figur in der arabischen Sprache, wie auch im Koran vorkommt, in der Geschichte von Yusuf, als zwei junge Männer mit ihm ins Gefängnis kamen und ihm ihre Träume vortrugen. Da sagte eine von ihnen: Inni aradi a'siru khamra. Ich sehe, also im Traum, dass ich Wein auspresse. Hier ist nicht gemeint, dass er wirklich Wein ausbricht, sondern Trauben. Aber er nannte die Trauben Wein, weil sie zu Wein werden. Oder weil das Auspressen der Trauben dazu führt, dass sie zu Wein werden. Nicht aber, weil der Wein selbst ausgepresst wird, weil das eben nicht geschieht. Wer sagen würde, ich weiß, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist und dass jedes einzelne seiner Wörter die unmissverständliche Wahrheit ist, aber ich hasse ihn und ich werde ihn verleugnen und anfeinden und alles dafür tun, damit seine Botschaft beispielsweise ein Ende nimmt. So eine Person ist zweifellos kein Muslim, obwohl er die Überzeugung hat oder eingesteht und zustimmt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit der Wahrheit gekommen ist und alles, was er ausgesagt hat, der Wahrheit entspricht. Daraus erfahren wir auch, dass der Kufr sich nicht nur auf die Verleugnung begrenzt. Das Gegenteil des Imans begrenzt sich dann ebenfalls, das ist eine Konsequenz davon, eine Schlussfolgerung, dass der Iman sich ebenfalls nicht nur auf die Bestätigung des Herzens begrenzt. Und diesen Fakt stellen wir im Koran an mehreren Stellen fest, zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'ala: وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Aber er verleugnete und wandte sich ab. Er verleugnete und wandte sich ab. Hier nennt Allah Ta'ala zwei Faktoren. Einmal das Verleugnen und einmal das sich abwenden, das ganzheitliche Abwenden. Also das ist das praktische Leugnen. Man könnte vielleicht hier dagegen sprechen, dass das Wort wa, was man als und übersetzt, das muss ja heißen, sollte ja dann bedeuten, dass er leugnet und sich abwendet und nicht nur eines von beiden tut. Dem ist aber nicht so. Das würde nämlich die Konsequenz haben, dass jemand, der innerlich leugnet, aber äußerlich handelt, dass er nicht von diesen und ähnlichen Versen betroffen sei. Und das ist natürlich nicht der Fall und das sagt auch keiner. Ebenfalls ist es so, dass die Partikel wa, welches wir als und übersetzen, auch im Sinne des Partikels au vorkommt. Au, was so viel wie oder heißt. Wie es Al-Fayruzabadi in seinem Al-Qamus, in dem zuvor genannten Wörterbuch, nannte. Man sagt nämlich zum Beispiel, Al-Kalimatu ismun wa fi'lun wa harf. Das einzelne Wort ist ein Nomen
und ein Verb und ein Partikel. Das einzelne Wort ist aber nur eins von allem und nicht alles auf einmal. Nun, wenn das so ist, wo liegt dann der Unterschied zwischen der Ahlus Sunnah und den Murji'ah? Dazu zitieren wir Abu al-Qasim al-Asbahani. Er sagt, der Iman ist in der Scharia ein Ausdruck für die Gesamtheit aller Gehorsamkeiten, seien sie äußerlich oder innerliche Gehorsamkeiten, also äußerliche Taten oder innerliche Handlungen. Und die Asch'ariya sagt, der Iman, das ist nur der Tasdiq. Also sie meinen, der Tasdiq des Herzens und der Zunge. Wobei die Taten und Aussagen von den Gesetzgebungen der Scharia sind nicht selbst der Iman. Bei den Aussagen gibt es Khilaf unter den Ahlul Bid'ah, ob die Aussage eine Bedingung für den Iman ist oder nicht. Die Folge, er sagt weiter, Abu al-Qasim al-Asbahani, die Folge dieser Differenz ist, dieser Unterscheidung und des Unterschieds zwischen den Ahlus Sunnah und den Ash'ariyah, dass jemand, der die Taten nicht gänzlich ausführt und Verbote begeht, nicht den uneingeschränkten Namen des Iman bekommt. Das ist die Folge bei den Ahlus Sunnah wal-Jama'ah. Man nennt ihn aber, oder vielmehr sagt man, er hat einen unvollkommenen Iman. Mu'minun naqisul Iman. Oder huwa naqisul Iman. Er hat einen unvollkommenen Iman, da er einige Teile des Imans ausgelassen hat. Also hier, er spricht über jemanden, der etwas vom Iman tut und einiges auslässt. Nicht über jemanden, der sich gänzlich abwendet und keine praktischen Taten mehr praktiziert und ausführt. Bei ihnen, den Asha'ira, bekommt er aber den uneingeschränkten Namen, also Mu'min, vollkommener Mu'min, vollkommenen Iman. Da der Iman ein Ausdruck des At-Tasdiq ist, also der Zustimmung des Herzens, Anerkennung des Herzens, das hat er vollbracht. Das heißt, bei ihnen gibt es keine wirkliche Korrelation zwischen dem Äußeren und dem Innerlichen. Er sagt dann weiter, oder das Afwan, das war das Ende seiner Aussage. Daraus entnehmen wir, dass es sich bei diesem Zitat, bei diesem Disput, da handelt es sich nicht um einen theoretischen Streit oder einen formellen Streit, wie es einige zu beschwichtigen versuchen. Unter den Ahlus Sunnah teilweise und auch unter anderen. Ibn Abil Izz postuliert zum Beispiel in seiner Erklärung und Kommentar zu Al-Aqidah Tahawiyyah, dass der Khilaf zwischen denjenigen, die die Taten aus dem Iman schaffen, und zwischen den Ahlus Sunnah nur formell sei. Und ebenfalls Ibn Taymiyyah postuliert Ähnliches. Er sagt nämlich, dass ein Großteil dieses Streites nur formeller Natur sei. Das dazu. Was auch erwähnenswert ist, ist, dass ein Minimum an körperlichen Taten eine Voraussetzung für die Gültigkeit und nicht für die Vollkommenheit des Imans darstellt. Das heißt, die Gattung der Taten muss als solche existieren. Die Gattung der Taten muss als solche existieren,